Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 2. Unser erster Auto, oder eigentlich der zweite Autodiebstahl, ist durchgeführt, lief jetzt nicht so besonders gut. Weiß nicht, ob man es hätte besser lösen können. Aber, ja, wir haben den Wagen. Mein Mike kann ja dann das Ding noch ein bisschen auf Vordermann bringen. Und dann sollte das passen. Ich glaube, reparieren, da haben wir nichts Geld dafür. Und ich weiß halt auch nicht, ob jetzt unsere Karre in der Dings gespeichert ist. Das weiß ich, also ob die irgendwo gespeichert werden, wenn wir die mal customisiert haben. Sprich angepasst haben, wie man so schön auf Deutsch sagt. So, dann weiter geht's. Achso, steht nicht dabei, wie lang es noch ist. Aber ich glaube, zu lange dürfte das... Nee, das ist hier direkt um die Ecke gewesen. Ich denke, das sollten wir dann einigermaßen gut hinkriegen. Huiuiui. So, hier rüber. Und ja, wir sind jetzt in Dipton. Und so weit ist es jetzt, glaube ich, echt nicht mehr hier runter. Hier vielleicht mal kurz dran vorbeifahren. Und dann passt das auch schon wieder so weit. Hey! Ja, genau, da haben wir schon den Waffenshop. Und dann ist es ja auch nicht mehr weit. Dort. Ich meine, der Wagen ist schon kaputt, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Bin aber gespannt, was er sagt. Dann kriegen wir jetzt erstmal einen Anschiss. Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War ein Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die hängen nur rum, klauen, reden Scheiße und rauchen Dope. Na, dann wollen wir mal sehen. Hübsch, keine Flecken, sauber. Woher hat so einer Geld für so eine Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem, hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? 600. Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Alles klar, Mike. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Okay, Jungs. Bis die Tage. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, Joe. Okay, fahren wir nach Hause. Ich bin fertig. Ja, dann kannst du ja deinen Mantel beim nächsten Mal oder von den 100 Dollar bezahlen. Na gut, wir haben schon mal 300, das heißt, die 2000 sollten wir relativ fix beisammen haben. Ups. Also, viel zieht die Karre aber auch nicht mehr aus, muss ich ja sagen. Und es ist echt extrem rutschig hier im Schnee. Na gut, ab nach Hause. Navi springt zum Glück angenehm schnell rum. Auf die neue Strecke. Können wir mal so einen Schneeflug mitnehmen. Wäre ja vielleicht auch mal was. So, ja, ja, genau. Dann fahrt ihr doch mal alle hier vor. Ich will auch mal hier raus, sag mal. So, jetzt aber. Blöde Vorfahrtsregeln hier. Braucht dringend ein Auto mit eingebauter Vorfahrt. Du solltest den Highway nehmen, Vito. Gut, ist das hier Highway? Sieht mir nach Highway aus. Hast den Job sauber aus. In die Bühne gebracht. Nicht übel. Ja, ich wäre beinahe abgeknallt worden. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, das wird schon alles. Sorry, ich wusste nicht, dass wir abbiegen müssen. Hat mir wieder keiner gesagt. Also, was ist jetzt mit diesem Broski? Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkram hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen.
Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Nee, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäfte. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen einer 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl. Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmusekätzchen verglichen mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Wirst schon sehen. Wir haben doch ganz am Anfang da so einen Typ mit einem kaputten Auge gesehen. Aber kann gut sein, dass es jemand anders war. Ach, habt ihr gerade jemand angehalten? Das ist ja nicht so schön. Dann fahren wir mal unauffällig weiter. Gut, dann wären wir hier angekommen. Ab in die Garage. Kann man hier irgendwo sicher parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Du parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Ja, ja, diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war, hm? Ja, wahrscheinlich. Na ja, gut, dann parken wir mal. Ich weiß nicht, ob das dann... automatisch repariert wird. Ich hoffe es doch mal. Ja, und dann gehen wir mal zum Apartment. So, ich kenne den Weg, danke. Ich wohne hier. Glaube ich zumindest. Na, guck mal, Schuhe. Doch noch eins höher. Ah, nee, ich dachte... Wenn du hungrig bist, ist was zu essen im Kühlschrank. Ah, cool. Hast du Hunger, Vito? Nimm dir aus dem Kühlschrank, was du willst. Das ist echt nett. Dann schauen wir doch mal. Okay, ich kann... Ach, unten ist meine Lebensanzeige. Gut, die ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Bier, Cola... Sandwich ist doch cool. Schinken und Käse. So, jetzt haben wir wieder volle Gesundheit. Schön. Ich glaube, wir hatten auch die ganze Zeit noch keine Gesundheitsanzeige, weil das noch alles Tutorial-Zeug war. So, und hier dürfen wir dann schlafen. Auf der Couch in der Küche. Naja, besser als nichts. Direkt beim Kühlschrank. Ist ja nicht verkehrt. Dann mal ein gutes Nächtle. Neue Grafik freigeschaltet, das ist schön. Was haben wir denn im... da, Telefon. Hi. Wer nervt? Joes Tempel der Lustbarkeiten, Vito am Apparat. Vito, hier spricht deine Mutter. Mama? Ich wusste gar nicht, dass du Joes Nummer hast. Von wo rufst du überhaupt an? Hast du schon mit Mr. Pappalardo gesprochen, ob er einen Job hat für dich? Er hat gesagt, ich soll heute bei ihm vorbeischauen. Hoffentlich hat er Arbeit für mich. Gut, Vito. Viel Glück, mio Bambino. Okay, ciao, Mama. Na gut, dann ziehen wir uns erstmal noch an. Was ziehen wir denn heute mal an? Tada. Ja, komm, wir nehmen mal hier die Motorradfahrerkleidung. Da so eine blöde Brille auf. Das, ja, komm. Das passt doch eher zu so einem Hafenarbeiter. Naja, dann schauen wir uns das doch mal an, was ist dann auf. Na, bist du am Lauschen? Hallo. Was ist? Läuft nichts im Radio? Kümmer dich um deinen Scheiß. Was ist denn da? Könnte ich auch mal lauschen? Nee. Scheinbar nicht. Ist
Na? Wenn ihr den Mist nicht leiser stellt, rufe ich die Polizei! This major Nazi transportation and communication center is hey, mach mal leise! Ja, ja, motzt du mal weiter rum, das passt schon. Ich gehe mir jetzt mal meinen Wagen holen. Ja, da müsste es ja sein. So, wieder sagt ein bisschen Geld im Moment. Ja, komm, reparieren wir den noch fix. Also wird nicht automatisch repariert, aber so viel kostet das jetzt auch wieder nicht. Müssen wir halt gucken, wenn wir nachher ein paar mehrere Wagen haben. Aber gut. Fahren wir los. Und schau mal, was das jetzt mit dem Hafenarbeiterjob wird. Ich glaube, das wird nicht allzu viel werden. Na, fahrt ihr mal irgendwann hier? Dauert doch ewig. Hier, zack, so einfach fährt man da los. Keine Stunden hier rumstehen, war auch keine Ampel oder irgendwas. Können alle kein Auto fahren hier. Schlimm. So, dann kriegen wir wahrscheinlich unsere 10 Dollar für 4 Wochen Arbeit da bei dem Hafenarbeitergedöns. Aber ich muss sagen, wie gesagt, im Moment kommen wir mit dem Wagen auch ganz gut zurecht. Dann nehmen wir den mal und werden ja dann im Laufe des Spiels noch eine Menge Wagen freischalten, denke ich mal. Bin nochmal gespannt, wie viel wir dann abspeichern können. Wie gesagt, ich merke, ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig Erinnerungen an das Spiel. Im Gegensatz zum ersten Teil. Aber ich denke, den ersten Teil, ich glaube, den habe ich früher auch häufiger gespielt. Ich glaube, hier war das dann nach einmal Spiel. Also ich glaube, ja doch, ich hatte das glaube ich einmal gespielt und dann halt auch, hatte ich es durch? Ich glaube, ich hatte es durch. Aber dann halt eben auch nicht mehr. Ist ja aber, glaube ich, meistens auch so, dass halt die jeweils ersten Teile etwas, ja, sich etwas tiefer ins Gedächtnis einbrennen von der Serie. Es sei denn, man spielt halt dann die Nachfolgeteile deutlich intensiver und ausgiebiger. Ups, sorry. Aber so im Großen und Ganzen kann man das, glaube ich, einigermaßen verallgemeinern. Relativ weit weg, der Kollege hier. Ja, komm, das ist ja schon mal keine Arbeit für mich. Das ist ja viel zu weit zu fahren. Danke fürs Wegschieben. Du Arsch. Ja, ich erinnere mich tatsächlich. So, einmal kurz abstellen. Ja, das sieht doch nach Hafenarbeiter aus. Ich denke, jetzt müssen wir halt Kisten schleppen bis zum Umfallen. Aha, hingefallen. Die Tür zu, es zieht. Was willst du? Tja, ich suche Mr. Pappalardo. Ach ja? Wieso? Ich heiße Vito Scaletta. Mein Vater hat für ihn gearbeitet und ich suche einen Job. Darum bin ich hier. Tja, dann bist du hier richtig, Söhnchen. Federico Pappalardo steht zu Diensten. Du kannst direkt zu mir sagen. Ich glaube, ich kenne deinen Vater noch. Guter Mann, hat nur gesoffen wie ein Loch. Wie geht's ihm denn so? Er ist tot. Oh, naja. Irgendwann müssen wir alle abtreten, oder Steve? Sicher, Derek. Du brauchst also Arbeit, hä? Hast Glück, Junge. Wir haben gerade eine neue Ladung bekommen, die gelöscht werden muss. Steve wird dir alles zeigen. Und jetzt verzieh dich, mein Steak wird kalt. Ah, komm mit.
Ja, also Steak wäre auch mal wieder was. Na dann mal ab nach unten. Pack den Stapel Kisten hier auf den Laster. Wenn du fertig bist, gibt's 10 Mäuse. Wenn was verloren oder kaputt geht, gibt's nix. Jetzt fang an und lass dir nicht den ganzen Tag Zeit. Na ja, dann alle. Ich glaube ja, das können wir irgendwie abkürzen. Oder sollten wir irgendwie abkürzen. Laufen können wir nicht. Aber ich glaube, es gibt keinen Mafia-Teil, wo wir nicht irgendwie Kisten schleppen müssen. Hat beim ersten Teil. Gucken, ob es dann im dritten Teil auch einen gibt. Das ist eine entsprechende Mission. Ja, du kannst gehen, wenn du genug hast. Oh, na, das kann ja heiter werden. Wer will denn den ganzen Tag Kisten schleppen, verdammt? Nee, ich glaube, das ist kein Job für uns. Ich würde sagen, wir verziehen uns da dann gleich mal wieder. So, das reicht. Genug gearbeitet für heute. Andererseits, gibt es eine Errungenschaft... Das alles für lausige 10 Kröten? Das ist doch ein Witz hier. Gibt es eine Errungenschaft, wenn wir alle Kisten aufgeladen haben? Würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich probiere das gerade mal. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die Kisten aufgeladen habe oder wenn zwischendurch irgendwas Interessantes passieren sollte. Dann werde ich hier mal einen kurzen Schnitt machen. Okay, also er hat sich jetzt angefangen, also jetzt haben wir, weiß nicht, 5 Kisten aufgeladen, jetzt weigert er sich, also er macht das auch nicht mehr weiter, wir können auch keine Kisten mehr nehmen. Ja gut, dann würde ich sagen, wir verziehen uns. Bis dann, ihr Loser. Schon fertig? Ja, fertig. Und das Geld können Sie behalten. Als ich sagte, ich brauche einen Job, meinte ich keine Sklavenarbeit. Wie du meinst, dann verpiss dich, du Penner, und lass dich hier nie wieder blicken. Ha. Bei Barbaro und Co. kann ich 100-mal mehr verdienen. Warte mal, sagtest du Barbaro? Joe Barbaro? Ja, na und? Scheiße, niemand, der für Joe arbeitet, würde für einen Apfel und ein Ei Kisten schleppen. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Okay, was wird das jetzt? Vielleicht kriegen wir jetzt ja ein besseres Angebot. Was ist? Das Jüngchen steht nicht auf körperliche Betätigung. Willst du mich verarschen? Sagt, er arbeitet für Joe Barbaro. Blödsinn! Wer würde denn Kisten schleppen, wenn er für Joe arbeitet? Das musst du mir jetzt mal ein bisschen genauer erklären, Söhnchen. Komm, schieß los. Meine Mutter will, dass ich mir eine ehrliche Arbeit suche, aber... Aber hier verdiene ich einfach nicht genug. Weiber sind doch alle gleich. Oder, Steve? Sicher, Derek. Bestimmt meint sie, dass Joe ein schlechter Umgang für dich ist, habe ich recht. Meine Mutter war genauso und schau, was aus mir geworden ist. Gewerkschaftsboss. Ich habe das ganze verdammte Hafengebiet unter Kontrolle. Wie geht's Joe? Ich denke mal ganz gut. Wie hast du ihn kennengelernt? Na, wir sind in der gleichen Gegend groß geworden. Ich bin gerade aus dem Krieg zurück und bei ihm untergekommen, bis ich wieder Fuß gefasst habe. Hör zu, du wirst verstehen, dass ein Mann in meiner Position vorsichtig sein muss. Sicher. Dann hast du sicher nichts dagegen, wenn ich Joe anrufe. Nur zu. Wo habe ich denn seine Nummer? Ah, da ist sie. Er ist vielleicht nicht da. Das wäre gar nicht gut.
Hi Joe, hier ist Derek. Hör mal, hier ist so ein Grünschnabel. Wie heißt du nochmal? Vito. Vito. Er sucht einen Job und sagt, er wäre ein Freund von dir. Ein guter Freund. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Aha, okay. Kriegsheld und alles. Gut, alles klar. Danke, Joe. Wir sprechen uns später. Entschuldige, mein Sohn, musste sein. Joe sagt, du kommst gerade aus Italien zurück. Du brauchst ein anständiges Auskommen. Wenn du ein bisschen über Tarif verdienen willst, habe ich was für dich. Die Jungs hier im Hafen sollen eigentlich eine monatliche Gebühr fürs Haareschneiden zahlen, aber die Hälfte von ihnen blecht nicht. Ich brauche jemanden, der ihre Zahlungsmoral hebt. 10 Mäuse pro Mann. Und wenn sie keinen Haarschnitt wollen? Tja, dann musst du sie zu ihrem Glück zwingen. Verstehe. Und wenn einer Ärger macht? Dann schlägst du ihn kurz und klein. Sagen wir, du erteilst ihm eine Lektion, aber so, dass er morgen wieder zur Arbeit gehen kann. Deshalb lassen wir da auch den guten Steve nicht ran. Oder, Steve? Sicher, Derek. Wenn du mindestens 150 eintreibst, gebe ich dir 50. Das ist doch kein schlecht verdientes Geld dafür, dass du an der frischen Seeluft bist und neue Bekanntschaften schließt. Na, wie wär's? Klar, hey, besser als scheiß Kisten schleppen. Okay, dann also los. Ja gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ist ja gerade nochmal so gut gegangen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.